So, schönen guten Abend miteinander. Ich möchte Sie im Namen vom FC Grauchenwies oder euch im Namen vom FC Grauchenwies recht herzlich heute auf unserem Sportgelände begrüßen. Anlässlich, ich denke, die meisten werden es mitbekommen haben, Abschiedsspiel Alexander und Timo Reuter und der Holger Freisinger. Holger, wo hast du dich versteckt? Holger, 7 Jahre beim FCK, war sicherlich eine schöne Zeit für beide Seiten. Holger immer engagiert sei außerhalb des Platzes und deswegen ist es auch hier ein gebührender Rahmen, dich zum Verabschieden. Und das Schöne ist ja beim Holger, beziehungsweise trifft auch auf die anderen beiden noch zu, ist ja kein Abschied auf Ewigkeit. Holger, den haben wir jetzt transferiert in die AA und wir sind echt froh, dass wir uns hier im Verein haben. Und Holger, deswegen herzlichen Dank für die letzten 7 Jahre und auf noch schöne, viele weitere Stunden. Holger, herzlichen Dank. Und Michael, übergibt dir jetzt dein Geschenk. Kommen wir zum ersten Teil des, zum ersten Teil des Reuterclans, den wir heute verabschieden. Ich möchte bitte den Alex zu mir vorbitten. Gut, ich denke, ich brauche nicht hier allzu lange ausholen. Alexander Reuter, seit 2001 im Verein. Zweimal mit dem FC Grauchenwies aufgestiegen, zweimal wieder abgestiegen. Schließt sich ein wenig der Kreis, 2 Jahre. Auch jetzt hier als Spielertrainer tätig. Und ich denke, es ist schlichtweg jemand, was auch neu für den Timo zutrifft. Der Verein ist schon nur 2 Jahre alt und ist sicherlich jemand, der die jüngere Vereinsgeschichte dieses Vereins wirklich absolut mitgeprägt hat. Nicht nur als Spieler, nicht nur in sportlicher Hinsicht, sondern auch natürlich als Mensch. Jetzt wechselt er zum SC Göckingen, sprich zu seinem Heimatverein, was ja absolut legitim ist. Und sportlich wird er uns sehr, sehr fehlen. Als Mensch wird er uns sicherlich erhalten bleiben. Durch das, dass er hier in Grauchenwies sehr, sehr eng verwurzelt ist. Und ich denke auch, man hat den richtigen Rahmen gewählt heute Abend für die zwei, dass wir jetzt hier dieses Abschiedsspiel bestreiten. Und auch für die, Alex, als Dank und Anerkennung für die letzten 12 Jahre sind es, glaube ich, ja, auch für dich ein Geschenk. Und Alex, herzlichen Dank für deinen Einsatz und bis bald. Hallo. Ich freue mich wirklich, dass das zustande gekommen ist, dass so viele Spieler gekommen sind. Die wir angerufen haben, sind eigentlich alle gekommen, bis auf der Adler ist aber auch da und der Volker Jäger, die sind verletzt. Gut, was will ich mir sagen? Ich bedanke mich beim Verein, bei den Zuschauern, die immer wieder da waren und uns unterstützt haben. Alex, danke schön. Timo, last but not least. Timo Reuter, 1999 aus Göttingen zum FC Grauchenwies gewechselt. 3-mal mit dem Verein aufgestiegen und 3-mal wieder ab. Das haben wir gemeinsam alles super mitgebracht. Timo, wie gesagt, auch für die. Es waren sicherlich schöne Jahre. Ich glaube, man hätte sich kein schöneres Ende vorstellen von deiner aktiven Zeit in Grauchenwies, wie diese unsägliche Verletzung da in Leitz vor einigen Wochen. Ja, also auch für dich gilt das Gleiche, für den Alex. Die Vereinsgeschichte geprägt, das Image des FC Grauchenwies geprägt, auf das wir auch ein bisschen stolz sind. Ich denke, man kennt uns Land auf, Land ab. Ich glaube nicht bloß, weil wir so lustig auf sind, sondern auch, weil die zwei schlicht und ergreifend bei uns sportlich mehr oder weniger vorausmarschiert sind die letzten Jahre. Und also wir vom FC Grauchenwies sind wirklich stolz, dass wir euch, das muss man ja auch mal sagen, so lange bei diesem Verein halten konntet. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr keine anderen Angebote gehabt hättet. Und wie gesagt, also ich denke, da können wir richtig froh sein, dass wir mit unserer Kameradschaft, mit unserem Zusammenhalt für euch dann immer so attraktiv waren, dass ihr uns wirklich über mehr als ein Jahrzehnt jetzt die Stange gehalten habt. Und ich denke, wir möchten uns jetzt auch bedanken. Und ich glaube, es ist auch ein gebührender Dank eben mit diesem Abschiedsspiel. Und Timo, auch für die in dem Fall das Geschenk von Michael Winkler. Und ich hoffe, dass wir die auch mal beim oder anderen Montagstraining in der A sieht. Normalerweise sage ich ja, ich fehle immer. Aber in erster Linie möchte ich mich bedanken, wenn ich die Jungs alle sehe. Es ist einfach richtig super, dass die alle gekommen sind. Und bedanken möchten wir uns beim Verein, dass man einfach das jetzt in dem Rahmen macht. Und trinken wir noch einen oder so. The smoke rings of my mind.
Vielen Dank, dass du den Spaß mitmachst. So, schöne Vorarbeit von Christoph Bollschatz. 2:0 für das Team Timo Torschütze, ist im Bodenstein mit der Nummer 12, Peter Schlegel. Ganz klar Leistungsträger über mehrere Jahre beim FC Grochowitz. Natürlich selbstverständlich, dass er hier auch bei diesem Spiel dabei ist. Andi, grüß Gott. So, also langsam klappt es mit der Tormusik besser. Ich bin beim 8-8 und meine Oase Luftner. Kopfballtor, ungewöhnliche Sache, aber auch vorne mit Körners Christopher Bauschatz. 3:1 fürs Team Timo. Passt gleich. Andi, vielen Dank, dass du mitmachst. Christopher Bauschat kann es nicht lassen. 4:1 fürs Team Thermo. Zweiter am Ball. Perfekte Körpertäuschung. Dirk Abel. Mensch, Dirk, ich weiß gar nicht, wo du mit deinem Mund. Aber auch lange, lange Jahre beim SC Göttingen aktiv. Sohn von Helmut Abel. Beim FCK aktiv und auch in Göttingen. Alex, hey, jetzt stelle ich den Druck vor. Ja, Druck, super Sache, dass du super gegen den Landkreis bist, um mit deiner Familie hier an diesem Spiel teilnehmen zu können. Der Torschütze Peter Schlegel, ein richtig feiner Kicker. Spielstand, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, Team Timo, eindeutig im Grund. Thank you.
unglaublich. Jonas Jana haben wir live geblieben und Andi Schrobel, der leckt mir Arsch, wie groß er ist. Also, ihr liegt jetzt hoch, aber so hat er von dir noch nie gesehen. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Wein werden wir Weltmeister sein. Zum Grill der Mark, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Die Jungfrau-Jagd hat begonnen. Holger Freisinger zum 6:9. Fußball ist unser Leben, der König. Fußball regiert die Welt. Wir kämpfen und geben alles, bis man ein Tor nach dem anderen fällt. Wunderschönes Tor ins lange Eck zum 6:10. Torschütze aus dem Tor, so kennt Peter Schlegel. Nein, hier geht's! Und dann ist es vor! Christopher Boschatz mit seinem gefühlten 15. Tor. 11:6 für das Team. Timo, die Oberjagd, es sollte beginnen. Sonst hat Donald hier auch eine Mitspieler machen. So, dann hier und hier. 12:6 für das Team. Timo. Alexander Reuter. Okay, ja gut. Eins der schönsten Tore des heutigen Abends. Vielleicht auch noch was. Spielstand 11:7. Ja, die Nase! Ich habe noch blauen Lecken!
Gratulation, Jungs. Kurz vor Schluss. Luca Connolly, was Gott. Martin Tor, Martin Tor, ja. Martin Tor, großen Tor geeint und. Ey, bitte. So geht ganz schön bei Mannes bedanken. Jetzt kannst du losbügeln. Antreten zum Elfmeter zu Dietmar Teufel gegen einen alten Spezi. WG-Kollege, würde sogar sagen. Martin Sorg, jetzt bin ich mal gespannt. Also, wenn wir einen Kopf auf dem Video erinnern, vielleicht ist das auch stehen. Ja, da, er hat einen Ausguck, dass er ja Bahn ausspielt. Wunderschöner Elfmeter. Tor fürs Team Alex, aber ich glaube zum Gewinner heute nicht. Dann gehen wir noch die Leute, wenn ihr Feierabend habt. Ich war mit dem Tarek. Mit dem Tarek beschuldigt. Ah, ja, ganz gute Quote. Instand. Wissen wir genau, ich hoffe, ihr seht uns auch total unwichtig. Auf jeden Fall steht fest, dass das Team Timo dieses Spiel gewonnen hat. Gibt es dich schon? Hast eine lange Zeit.